Gemütlich haben wir es uns gemacht auf dem Sunbounce-Stand und Sunbouncer sind irgendwie keine Neuigkeit. Und irgendwie kann man auch das Rad nicht neu erfinden, aber trotzdem ist hier was auf der Photokina gezeigt worden. Auch wieder so ein Ding, was irgendwie untergeht in der Masse der Produkte, und deswegen habe ich mir den Emiliano Leonardi. Leonardi, ciao a tutti. You have to say it. Oh, ciao a tutti. Exactly. We have to use Deutsch. Ja, wir müssen das Mikrofon benutzen, weil sonst natürlich zu viel Zeug drumherum ist. Jetzt wurde uns gerade irgendein Reflektor geklaut, aber ist okay. Wir müssen unsere Sachen beschützen. Wie musst du das beschützen? Ist es hier? Immer Hand drauf. Immer Hand drauf. Absolut. Ich bin ein bisschen durcheinander mit dem Mikrofon, weil sonst normalerweise kann ich immer reden, was ich möchte. Emiliano, fangen wir an. Das ist ja der normale Sunmover, oder das ist die Beschichtung, die wolltest du uns jetzt gerade zeigen. Das ist unsere Sunmover, das ist so der Superstar sozusagen, weil das ist kein Gold, das ist kein Silber, aber so inzwischen durch die beide. Zebra, genau. Wir hatten das in das Zebra, weil das ist nicht so kalt, nicht so warm, ungefähr 300 Kelvin, so dass man gerade an was inzwischen durch. Nicht so stark kalt oder sozusagen zu kalt oder warm. Also, du meinst, die Farbverschiebung ist ein dezentes Ding, und das ist wirklich diese Nonplus-Ultra-Beschichtung, die Sunbounce hat. Jetzt, genau. Was ist jetzt neu gekommen? Wohin geht die Reise bei Sunbounce? Ja, wie gesagt, das ist ein gutes Ding. Das reflektiert alles. Hundertprozentig ganz stark. Ich kann das auch zeigen, aber wie gesagt, manchmal ist es ein bisschen zu stark ans Gesicht. Und deswegen, jetzt Sunbounce hat, der Zebra hat zwei Kinder jetzt gekriegt. Anfangen mit der erste. Das ist der Zickzack Gold. Das heißt, es ist genau wie der Zebra, aber der Zickzack, so. Und ist halb Gold, halb Weiß. Das ist ein bisschen durchsichtig hier hinten, sodass jetzt reflektiert nicht 100%, aber sozusagen ein bisschen 50% oder ungefähr da, 50%. Also willst du mir damit sagen, während das hier Silber und Gold ist, also beides reflektierende Oberflächen, ist das hier eine matte und eine reflektierende Oberfläche. Also im Endeffekt ist die Leistung reduziert worden. Der Unterschied ist, das macht ein bisschen mehr Kontrast, ne? Und ein bisschen starkes Licht. Der nicht, macht nicht sowas. Das hat der stärksten Kontrast von Gold und der weich von des weißes Teil. Okay. So ein bisschen diffusiert im Gesicht. Nicht so stark. Schön für Frauen. Also geht die Reise bei Sunbounce eigentlich zurück? Anstatt dass man immer stärker, 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 größere Reflektoren erwähnt, macht man immer schwächer, schwächer, schwächer. Die Idee ist Licht reflektieren. Wie? Was man will? Ein bisschen mehr Licht haben? Okay, dann wir haben eine Lösung. Aber manchmal man braucht nicht so viel Licht, man braucht weniger. Und das heißt, das ist der Zickzack-Silber oder Zickzack-Gold. Du hast gesagt, er hat zwei Kinder bekommen. Natürlich, das ist der Zickzack-Gold. Entschuldigung, das ist Zickzack-Gold, wie man hier sieht. Das ist Gold und Weiß, diffusiert. Und dann haben wir hier danach der Zickzack-Silber. Zickzack-Silber. Genau. Okay. Und um die ganze Reise noch fortzufahren, hast du einen weiteren Punkt, Reflektor mitgebracht mit einer neuen Beschichtung. Also ich will nochmal klarstellen, es geht hier nicht zwangsweise um die Form, um den Sunmover-Form. Das ist das handlich Kleine. Die ganze Beschichtung gibt es natürlich auch in diesen Dingern groß, ne? Es geht um die Beschichtung, die wir reden wollen. Und du hast das mitgebracht? Emiliano. Ja, das ist von Star Wars, der Darth Vader sozusagen, ne? Weil das ist richtig schwarz. Wir haben hier so diese Seite, ja, das ist auch interessant, aber der ist sehr, sehr interessant. Ist nicht immer leicht reintun. Manchmal, wir brauchen Licht raus. Und das ist richtig, richtig gut. Wenn manche, zum Beispiel, wir haben, die Profis sagen, auf einer Seite zu viel Licht haben, die wollen ein bisschen weniger, die machen das drauf. Und das saugt Licht. Also ich übersetze es mal, was du mit deinem italienischen Charme sagen wolltest, hoffentlich. Er meinte subtraktive Lichtführung. Ich bin so ein technischer Deutscher. Subtraktive Lichtführung, ja, also Wegnehmen von Licht. Und das auf der einen Seite, das war die Beschichtung, die ihr schon hattet, oder? Ja, wir hatten das schon. Das ist so einfach schwarz. Was wir brauchen, das vielleicht als Hintergrund, kann da auch sein, von den Großen. Aber der ist richtig der Wichtigste. Aber der ist stoffig. Also das ist ja wie ein Molton, also wie so ein Stoff halten, gespannter Stoff. Genau, deswegen, der saugt, wie gesagt, was ist das technische Wort? Nicht saugt? Substrahiert Licht. Absolut. Deswegen. Bitte. Finde ich unglaublich interessant. Ich habe den Reflektor in Pro, also in den Groß haben wir diesen Bezug als Testversion bekommen. Und Leonardo, ich kann dir versichern, das ist so genial, kein Licht hinzuzufügen, sondern einfach nur wegzunehmen. Man kann Kontraste erzeugen. Ich erzähle dir das, du bist ein toller Fotograf selbst, du weißt es ja. Man kann Kontraste mit dem Black Hole erzeugen, obwohl man Licht wegnimmt. Und das ist, glaube ich, die große Krux, mit der man tolle Fotos machen kann. Emiliano, was ist dein Favorite
Was ist das so gesamt? Was magst du am coolsten? Was findest du am coolsten von den vier Beschichtungen? Am coolsten? Naja, ich bin ein großes Fan von den Zebra. Muss ich sagen, einfach Zebra. Ich bin so auch Hochzeitsfotograf. Silber geht nicht, zu kalt. Gold geht nicht, zu warm. Und das ist ein Zwischending. Aber sicher, am Ende will ich so gerne das kaufen. Der Zickzack-Gold. Weil das ist nicht so stark, aber immer noch warm. Okay. Und diffusiert. Ich sage gar nichts mehr. Emiliano, ich danke dir. Und ich wünsche noch einen ganz schönen arbeitsreichen und erfolgreichen Tag hier auf der Messe. Dankeschön. Ja, und damit sage ich Tschüss von Sunbounce. Ciao, Mama.